Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Add-on-Tipp. Diesmal geht es um das Add-on Immersion. Dieses ersetzt euer altes Questfenster und stylt es ein wenig um. Der Download-Link dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und zwar sieht das Ganze dann einmal so im Spiel aus. Ihr nehmt zum Beispiel jetzt eine Quest an und dann gleitet das neue Questfenster nun wunderschön in die Mitte des Bildschirms. Das könnt ihr aber im Nachhinein alles später noch anpassen und ändern. Für das Annehmen oder auch Abgeben einer Quest müsst ihr dann einfach nur noch auf das Dialogfenster klicken. Ihr habt auf jeden Fall noch eine Menge Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Dafür müssen wir einmal in das Spielmenü, dann auf Interface, oben in den Tab Add-on und dann natürlich das jeweilige Add-on raussuchen. Im allgemeinen Tab könnt ihr dann einmal die Schnelligkeit des Sprechtextes ändern, das heißt, wie schnell er abgespielt werden soll im Dialogfenster. Oder man kann auch einstellen, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Quest annimmt, das ganze Interface ausgeblendet wird. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Idee. Beim nächsten Tab wäre es dann so, da wären wir bei den Tastaturbedingungen. Da kann man zum Beispiel jetzt das Annehmen oder Abgeben einer Quest auf eine Taste legen. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt die Leertaste. So muss ich halt nicht immer wieder auf das Dialogfenster klicken, weil das ist halt standardgemäß so eingestellt. Und beim dritten Tab haben wir dann die Möglichkeit, die ganzen Größen der Fenster zu ändern. Ihr könnt hier dann auch das Fenster nach Belieben, nach links, rechts, oben, unten verschieben, so wie ihr das gerne möchtet. Das ist alles einstellbar. Wenn ihr jetzt verschiedene Ansprechpunkte habt, wie ihr das gerade hier bei mir sehen könnt, kann man diese an der Maus aufgehen lassen. Das heißt, egal halt wo eure Maus dann ist, da gehen halt auch diese Ansprechpunkte dann auch auf. Habt ihr den Haken aber raus bei den Einstellungen, so sind sie standardgemäß immer rechts von euch. Hier auf jeden Fall ein kleiner Hinweis, die Einstellung mit der Maus kann auch immer mal wieder ein bisschen verbuggt sein, also ihr müsst es ausprobieren und gucken, ob es bei euch funktioniert. Ich persönlich muss sagen, finde dieses Addon wirklich richtig gut, habe aber auch eine ganze Weile gebraucht, mich an diese Art oder besser an die neue Art dieses Questfensters zu gewöhnen. Aber mittlerweile liebe ich es einfach nur noch und möchte es auf jeden Fall nicht mehr missen. Also, ich würde einfach mal sagen, probiert es aus, guckt euch das Ganze mal eine Weile an, schreibt auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr das Ganze hier findet oder überhaupt das Addon findet. Und ansonsten hören wir uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye, bye!